Wenn man einmal diese Flüchtlingsentscheidungen sich rechtlich im Einzelnen ansieht, dann sind hier erhebliche Rechtsverstöße durch die Bundesregierung begangen worden. Wir haben das Abkommen von Dublin missachtet. Wir haben den Vertrag von Schengen missachtet. Man hat das Asylverfahrensgesetz teilweise außer Kraft gesetzt, faktisch. Man hat sogar den Artikel 16a Grundgesetz, den Asylartikel, auch nicht voll verfassungsmäßig gehandhabt, etwa mit der Aussage, alle Syrer kriegen kriegen bei uns Asyl. Das Asylrecht ist ein Individualrecht. Hier muss jede Person individuell nachweisen, dass es politisch verfolgt ist in seiner Heimat. Also ich kann nicht pauschal sagen, alle Syrer kriegen bei uns Asylrecht. Der Artikel 16a Grundgesetz sagt, dass bei uns niemand Anspruch auf Asyl hat, der aus einem sicheren Drittstaat kommt. Die Flüchtlinge, die zu uns kommen, kommen alle aus sicheren Drittstaaten. Österreich, Kroatien, Ungarn und so weiter. Italien, Griechenland. Das Asylverfahrensgesetz sagt das Gleiche. Das Asylverfahrensgesetz sagt des Weiteren, dass die Bundespolizei wirksame Grenzkontrollen durchführen muss. Das ist nicht geschehen. Das Abkommen von Dublin sagt das Gleiche wie der Artikel 16a. Kein Asylrecht in einem Land für denjenigen, der aus einem sicheren Drittstaat kommt. Ist verletzt worden. Und auch das Abkommen von Schengen ist in dem Sinne verletzt worden, dass die gemeinsamen Außengrenzen der EU festlegt, indem wir im Grunde Menschen fast eingeladen haben, in unser Land zu kommen unter Verletzung der Außengrenze, wie sie Schengen festgelegt hat. Summa summarum, die Rechtsverstöße liegen auf der Hand. Und wenn Bayern dies zum Thema einer solchen Klage macht, halte ich eine solche Klage möglicherweise auch für aussichtsreich.